Und seid wieder herzlich willkommen zurück hier in einem neuen Ründchen Hausflipper, hier nach wie vor in unserem alten Onkelbunker, wo wir beim letzten Mal die Küche angefangen haben, wo ich immer noch nicht genau weiß, wie wir die jetzt konkret machen. Mit dem Ding da oben und so, ne? Folgendes. Wir brauchen noch einen Herd, wie mir aufgefallen ist. Ohne Herd ist schlecht. Wir hatten ja hier einmal dieses Kombi-Ding, aber ich glaube, den können wir hier nicht einsetzen. Wann überhaupt? Ich bin wahrscheinlich schon tausendmal dran vorbeigescrollt jetzt. Ah, da. Kücheninsel mit Herdplatte. Ich glaube, den können wir hier nicht benutzen, oder? Wobei, Zieder? Grau. Aber da können wir die Arbeitsplatte... Doch, die Arbeitsplatte hier... Nee, verschneit. Schwarzer Granit. Ah, hier wäre... Nein. Hier haben wir das Problem. Dann haben wir hier kein Holz. Könnte man... Ah, das Ding ist auch niedriger. Nee, das können wir vergessen. Das machen wir anders. Wo war denn das? Elektrische Ausrüstung? Fragezeichen. Ja, ich glaube schon. Hier Gasherd. Gasherd mit 4 Brennern. Nehmen wir den wieder, würde ich sagen. Und stellen den irgendwo... Ach ja, da steht der so ein Stück vor. Das verdammte Kackding. Dann machen wir den irgendwie hier so hin. Der darf jetzt hinten überhängen, das ist mir egal. Ja, dann machen wir das so. Ich glaube, das ist ganz okay. Hier muss auf jeden Fall jetzt noch eine Lampe hin. Lampen, Deckenlampen. Bola-Kronleuchter, den haben wir noch nie verwendet, ne? Gold. Will den in Gold haben? Natürlich. Immer zu Beginn der Folge erstmal das Flaschen knacken. Das sind meine Knochen, die da knacken. So, hier brauchen wir noch einen Lichtschalter. Hier, wo machen wir den denn hin? Vielleicht, hier haben wir ja keinen so klaren Übergang, ne? Also hier gibt es keine Tür in dem Sinne. Das heißt, ich mache den Schalter mal irgendwie vielleicht hier so hin. Das müsste korrekt sein. Was ist das für eine Funzel? Nee. Das kannst du ja mal voll knicken. Das Teil macht überhaupt kein Licht. Okay, nochmal. Lampen, Deckenlampen. Den hier hatten wir, glaube ich, schon mal. Der sieht auch ganz cool aus. Ich glaube, der passt nur hier nicht so gut rein. Die rechteckige, die... Nee. Wobei, die gibt es sogar in Holz. Dunkle Eiche. Was eigentlich ganz cool ist, aber es passt halt trotzdem nicht rein. Ich glaube, wir nehmen mal die hier. Mit der Standardausstattung. Und hängen das Ding irgendwie hier so hin. Ja, das ist schon wesentlich besser. Wobei, ich probiere gerade mal was. Das, wenn wir das Ding hier so hinhängen. Sieht scheiße aus, ne? Ah, das sieht ziemlich scheiße aus. Wobei, den könnten wir eigentlich wunderbar da hinhängen. Ich probiere mal wieder ein bisschen rum. Können wir den nicht? Doch, können wir verschieben. Okay. Ich hänge hier gerade mal ein bisschen durch die Gegend. Und dann hängen wir den mal da hin. Gucken mal, wie das aussieht. Ja. Glaube ich noch mal. Nee, es geht auch wieder nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht hier noch so eine Riege durchzieht und dann da drin quasi in diesem Schacht die Lampen macht. Aber das Problem dabei ist dann, dann erkennt er das als eigenen Raum. Und das ist dann wieder scheiße. Ach, das ist doch alles blöd, ey. Das ist so blöde gemacht teilweise. Wandlampen. Leuchtstoffröhren kannst du halt auch echt knicken. Deckenlampen. Strich hatten wir, glaube ich, schon ausprobiert. Ne, die war genauso bekackt. Bekackt vor allem. Wandlampen. Ich probiere nochmal was anderes. Wir nehmen nochmal die Leuchtstoffröhren. Röhren. Können wir die zufälligerweise? Nein. Okay. Ein Versuch war es wert.
Warum muss das so unfassbar blöde gelöst sein? Das nimmt so viele Möglichkeiten. Das finde ich echt nicht cool. So. Wie hängt das jetzt ganz schön weit drüben, ne? Ich glaube, so ist besser. Mann. Okay. Dann probiere ich was anderes. Halogenlampe. Mini-Halogenlampe. Wir nehmen mal die Halogenlampen. Mal schauen, wenn wir die jetzt hier so drüber machen. Hier kann man die wahrscheinlich auch nicht hinmachen. Nein, natürlich nicht. Okay, dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn wir die hier so hinmachen. Ja, fast. Ja, fast. Verdammt, mein Arm juckt. Ja. Ja. Also für die Ecke finde ich schon mal nicht verkehrt. Das ist, glaube ich, schon ganz okay. Wir brauchen nichtsdestotrotz auf jeden Fall noch mehr Licht hier, weil das ist ein bisschen zu wenig. Es sieht zwar schon mal ganz cool aus, aber es ist auf jeden Fall nicht genügend Beleuchtung. Was haben wir denn noch im Angebot bei den Lampen? Im besten Fall trotzdem noch eine Deckenlampe. Propellerlampe haben wir natürlich immer. Die Tube möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt verwenden, weil die halt doch ziemlich langweilig aussieht. Die Circulu, die hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, Circulu. Warte mal, erstmal wieder Mitte finden hier irgendwie. Pi mal Nase. Ah, nein, das ist nicht die Mitte. War schon eher. Ja. Ja. Ich hätte die Dinger halt eigentlich voll gern hier drunter. Da so dran. Das wäre mega, wenn das ginge. Aber leider geht es halt nicht. Das macht mich ein bisschen sad. Aber da können wir leider nichts machen. Okay. So, was brauchen wir noch in der Küche? Den ganzen Kappes hier haben wir eigentlich schon. Da müssen wir jetzt nichts mehr unbedingt machen. Zubehör, Küchen. Natürlich. Das fällt mir auch gerade wieder. Ach nee, hier haben wir ja Waschbecken. Okay, stimmt ja. Wo machen wir denn hier jetzt am besten das Tuch hin? Ich glaube, das hängen wir vielleicht. Ich hätte das eigentlich gerne in weiß, aber das geht leider nicht. Hängen wir mal hier drüben hin. Auch wenn es natürlich hier ein bisschen weit weg ist, aber das ist okay. Genau, dann hier so ein Haken Küchenutensilien auf jeden Fall, aber bitte nicht in der Farbe. Denn wenigstens Nuss oder sowas. Holz, keine Ahnung, irgendwie so, damit es nicht so komisch aussieht. Kann man das hier irgendwie? Naja, das funktioniert nicht so gut. Dann versuche ich es wenigstens irgendwie bündig mit den Lampen zu bekommen. Der Schattenwurf ist schon einzigartig, muss ich sagen. Sehr, sehr speziell. Niemand weiß, was dazwischen ist. Es muss die vierte Dimension sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Beleuchtung in Hausflipper ist einfach sehr speziell. Okay, hier Messerständer, ganz wichtig. Den, ja, keine Ahnung, können wir eigentlich hier hinpacken. Messer brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier noch extra. Der Flötenkessel, der darf auch auf keinen Fall fehlen. Der Fötenkessel. Da können wir die Föten aus Forest drin braten. Beziehungsweise kochen. So, zwei Etagen Geschirrständer, klassischer. Ich weiß immer noch nicht, warum es drei verschiedene Geschirrständer gibt. Das ist mir immer noch ein Rätsel, aber hey. Wir nehmen mal den hier. Und den packen wir mal irgendwie hier so hin. Das ist, glaube ich, okay. Ja, wir nehmen mal die Blackie-Container hier.
rum packen, denn die sind so winzig irgendwie. Egal. Packen wir hier noch irgendwie Zucker und so weiter hin. Kaffee. Und natürlich Tee. Ganz wichtig. So. Kommen die eigentlich da oben rauf? Packen die immer. Natürlich nicht. Okay. War aber ein Versuch wert. Gut, dann haben wir das da auch. Das ist sehr schön. Hier so eine Habim. Teekasse können wir natürlich theoretisch noch irgendwie hinstellen, aber ja. Tasse. Noch sinnvolle Behälter irgendwie. Nicht für hier auf jeden Fall. Wäschekorb. Ein Wäschekorb wäre eigentlich nice. Den können wir, wo können wir den denn mal hinstellen? Vielleicht ins Badezimmer? Ist hier noch Platz dafür? Hier hinten wäre theoretisch Platz. Das wäre aber total gequetscht. Das ist nicht so cool. Ich glaube, ich stelle den eher hier so hin. Neben der Waschmaschine. Steht zwar ein bisschen vor der Waschmaschine, aber das ist okay. So, Weidenkorb. Den können wir, den würde ich gerne in den Garten stellen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Nicht mal hier können wir es hinstellen. Warum? Ich habe das Haus gekauft. Ich habe einen Haufen Geld dafür ausgegeben. Da werde ich wohl was im Garten stellen dürfen. Nee, du. Okay, hier, Abfalleimer. Panther. Können wir den? Der passt hier wahrscheinlich nicht in die Ecke. Nö. Dann machen wir den hier in die Ecke. So, hier haben wir da einen Mülleimer. Behälter, Bücher, Kinder, Küchen, Sauna, Uhren, Werkzeuge. Ich glaube, so viel gibt es hier nicht mehr, was wir hier sinnvoll in die Küche stellen können. Elektrische Ausrüstung, da gibt es aber bestimmt noch irgendwie was. Kühlschrank haben wir, Abzugshaube können wir nicht. Gab es nicht noch, mir war so. Hier, Mikrowelle. Wollte schon sagen. Die wäre eigentlich cool hier direkt neben dem Dings. Warte mal, machen wir hier ein bisschen höher und dann machen wir die hier hin. So, das Handtuch hängen wir so da drüber zum Trocknen auf. Mikrowelle. Tastatur brauchen wir unbedingt. Kaffeemaschine, ganz wichtig, Kaffeemaschine. Die stellen wir wieder direkt daneben. Ja, das ist okay. Ein bisschen mit Abstand, das ist okay. Ich glaube, das Ding hänge ich tatsächlich sogar eher hier drüben hin. So hier. Ich glaube, da passt es irgendwie besser hin. Ja, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Es geht auf jeden Fall schlechter. Und das da stört mich ehrlich gesagt immer noch. Ich bin schon wieder am Überlegen, das da wegzumachen. Weil ganz ehrlich, wenn wir hier eh keine Beleuchtung unten drunter machen können, dann ist das auch egal. Komm hier. Uiuiui, das war ganz schön knapp mit dem Schrank gerade. Müssen wir die nochmal ein Stückchen doch wieder rüberrücken. Wie viel müssen wir eigentlich rüber? Ich glaube, das Stückchen hier müsste hinhauen tatsächlich. Ja, das haut ganz gut hin. Okay. Haben wir das? Sehr schön. Ja, doch, ich glaube, das ist besser so. Dann ist das nämlich auch schön beleuchtet. Ich glaube, das ist besser so. Mir ist übrigens eingefallen, die Fragen, die ich in den letzten Folgen gestellt habe. Es tut mir sehr leid, aber wahrscheinlich werde ich die tatsächlich gar nicht mehr, also nicht in den Videos mehr beantworten können oder groß darauf eingehen können. Das ist mir erst jetzt nach der letzten Folge aufgefallen oder bewusst geworden, weil ich ja vorproduzieren muss und ich werde diese Hütte wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger in einem Zug durchbasteln. Und logischerweise ist es dann schwierig, da noch auf die Kommentare eingehen zu können. Also, wenn dem so ist, was es wahrscheinlich sein wird, dann tut es mir sehr leid, wenn ich da eventuell auf Feedback nicht mehr eingehen konnte. Aber nichtsdestotrotz lese ich mir trotzdem gern euer Feedback durch, ne? Also wenn ihr irgendwie, ja, irgendwo meint, das sieht scheiße aus oder das könnte man so und so machen, schreibt es gerne trotzdem. Weil, wie gesagt, das Let's Play wird nur auf Eis gelegt. Es ist nicht abgebrochen oder irgendwie sowas. Es ist auf Eis gelegt, das heißt, es wird zu einem Zeitpunkt X fortgesetzt. Dann natürlich auch mit den DLCs und so, ne? Die ja sowieso schon angedacht waren. Ich wollte den gerade ein Stück rüberziehen, weil irgendwie wirkt er so unmittig, aber ich lasse den jetzt so. Sonst fummel ich da wieder ewig dran rum. Okay, so, hier, hier mache ich die Jalousien hin. Gerade schon wieder geruckelt. Diesmal weiß ich wirklich nicht warum, weil ich ja die Settings angepasst hatte.
Huch, nein. Hier, wenn ich hier hinschaue. Merkt ihr das? Ich weiß es nicht. Nee, bei OBS sieht es sehr flüssig aus. Hier habe ich so Mikro-Ruckler. Kein Plan, warum. So, die Dinger sind auch dran. Da könnte man eigentlich noch wunderschön irgendwie ein Bild hinhängen oder so. Oder irgendwas hinstellen. Hier würde auch super ein Bild. Oh, warte mal. Hatten wir jetzt? Warte mal. Gerade nochmal ins Schlafzimmer. Hier hatten wir dieses Ding. Okay. Dann würde ich hier vielleicht Dekoration, Fotos und Gemälde. Das Ding hier. Verarschen, das muss doch genau reinpassen. Ach, da ist der Lichtschalter. Hm. Mit dir. Niemand liebt dich. Den brauchen wir tatsächlich auch gar nicht mehr. So, warte mal, da müsste der jetzt hier eigentlich perfekto reinpassen. Jawohl. Doch, ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob es zu groß ist. Aber das passt halt genau rein. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich bin mir nur bei der Größe nicht ganz sicher. Okay, da hinten könnten wir auf jeden Fall auch noch irgendwie was hinhängen. Was haben wir wieder machen können? Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ist irgendwie ein Foto von einer alten Hütte hinhängen, die wir gemacht haben. Warte mal. Hier ist unser altes Campinghaus. Da könnte man noch vielleicht, oder? Das hier war die zweite Hütte, die wir gemacht haben. Da gibt es irgendwie auch sehr wenig Bilder von, fällt mir gerade auf. Wobei, nee, das gehört ja noch dazu hier. Das gehört noch dazu, das waren nur die Bilder von außen. Hier mit dem schönen Kamin. Nehmen wir das. Nur nicht ganz so riesig. Irgendwie so hier vielleicht, oder? Na, ist immer noch zu groß. Ah, nein, wo ist es da? Machen wir hier mal, dass es so ein Meter breit ist. Ja, das ist okay. So, haben wir hier ein schönes Bildchen, das nicht ganz mittig ist. Jetzt ist es mittiger. Noch ein bisschen höher. So, haben wir ein schönes Erinnerungsfoto an damals. An damalige, naja, bessere Zeiten will ich jetzt nicht sagen, aber an damalige Zeiten. Okay. So, Küche sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt so unzufrieden mit. Ich überlege tatsächlich hier wenigstens so rumzugehen mit so einer Ecke. Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Es sei denn, wir nehmen hier einen Schrank mal weg. Machen den da irgendwie so ein bisschen rüber. Temporär. Und dann nehmen wir hier so, machen da so eine Stütze hin und vielleicht hier noch so eine Stütze hin. Sieht das aus oder sieht das nicht aus? Huch, hat es gerade sogar geruckelt. Unerhört. Wir könnten sogar, wenn wir die beiden, glaube ich, an die Seiten packen. Ich mache das mal, ohne sie zu verkaufen. Wenn wir die beiden an die Seiten packen. Der hängt so weit unten. So. Und den hier mal ganz kurz darüber hängen. Können wir vielleicht sogar, ich weiß es nicht, aber wir können gucken, elektrische Ausrüstung, vielleicht sogar so eine Abzugshaube hinpacken, oder? Vielleicht auch nicht, weil die Wand zu kurz ist. Und es ist natürlich unmöglich, dass man irgendwie das einen Millimeter weiter runter stellt. Gucken wir nochmal die andere Stahldingens hier, der andere Rauch. Der zum Glück überhaupt nicht riesig ist oder so, aber den würden wir, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Na gut, es war ein Versuch wert. So, wir könnten es natürlich auch so hier machen. Oder wir hängen die Dinger alle. Warte mal. Irgendwie so hier vielleicht. Hängen den mal gerade. Hallo? Hängen den mal gerade ganz woanders hin. Also von hier sieht es halt irgendwie besser aus, wenn die Ecke da so ein bisschen abgeschlossener ist. Und am liebsten würde ich hier unten halt auch was drunter machen, aber das geht halt nicht. Wenn wir den wegmachen, das würde nicht reichen, dass wir den wieder hinmachen. Dafür ist ja wieder zu wenig Platz. Überleg gerade, ob man da noch einen weitergeht, aber das ist dann wieder zu viel, dann hängt sie wieder über. Das ist auch blöd. Ich glaube, ich lasse es jetzt so. Ne, da einfach, damit es hier ein bisschen abgerundeter wirkt und nicht ganz so abgehackt.
glaube, das ist besser. Einzig, was ein bisschen komisch aussieht, ist jetzt halt hier. Aber na gut. Ich glaube, damit können wir leben. Ja. Doch, ich glaube, das ist ganz okay. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier nochmal ein schönes Foto. Ein schönes Erinnerungsfoto. So. Zack, haben wir Erinnerungsfoto. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Morgen wieder um 13 Uhr hier auf dem Channel mit Hausflipper. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Und natürlich Däumchen nicht vergessen und Channel gerne abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Bis morgen. Tschüss.